Hallo, liebe Deutschlerner. Ich bin heute wieder in einer wunderschönen Kleingartenkolonie. Gerade in Berlin gibt es sehr viele Kleingartenkolonien. Das heißt, eine Ansammlung von Gärten, also ganz viele Gärten, die nebeneinander sind. Und die Sonne scheint auch wieder richtig herrlich. Es ist richtig toll wieder heute. Es ist ein richtig toller Tag. Und heute möchte ich ein bisschen über meinen Austausch in den USA reden. Barbara hat gefragt, wie mein Austausch in den USA denn so war. Und darüber rede ich natürlich gerne, weil das nämlich eine sehr, sehr tolle Zeit für mich war. Und es war auch eine Zeit, wo ich wirklich richtig, richtig fließend geworden bin im Englischen. Ich habe Englisch in der Schule gelernt. Das war toll, weil ich mochte Englisch. Und dann in der 11. Klasse bin ich in die USA gereist. Und das war ein total tolles Erlebnis, weil ich da mit einer Gastfamilie war. Ich war an einer amerikanischen Schule und wirklich eine Familie hat mich aufgenommen. Ich hatte einen Gastbruder und eine Gastschwester. Und der Gastbruder war ungefähr mein Alter und die Gastschwester ein bisschen jünger. Und ich habe mich mit der Familie richtig gut verstanden. Das war eine sehr nette Familie. Und für mich war das auch ein Weg, eine neue Kultur hautnah zu erleben. Ich habe wirklich hautnah eine andere Kultur erlebt. Ich habe die Sprache, habe gelernt, die Sprache fließend zu sprechen. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, zumindest wenn ihr nicht einen Austausch machen könnt, dann zumindest kann ich empfehlen, dass ihr nach Deutschland mal reist, Dinge dort unternimmt, Leute kennenlernt. Ich denke, es wird euch sehr gefallen. Und gerade wenn das Wetter so toll ist wie heute, dann werdet ihr auch sehr viel Spaß im Freien haben können. Und das ist total toll. Und deswegen versuche ich auch immer, wenn ich mit Eltern über meinen Austausch rede, sie dazu überreden, ihre Kinder doch auch ins Ausland zu schicken. Manchmal kann das teuer sein, aber es gibt auch ganz viele Stipendien. Man kann auch ein Stipendium bekommen, falls man nicht genug Geld hat. Insofern scheitert es nicht unbedingt am Geld, weil es ganz viele Förderprogramme gibt. Ganz viele Leute wollen einen helfen dabei, seine Kinder ins Ausland zu schicken. Oder es gibt auch Auslandssemester, es gibt auch Au-pair. Dies ist richtig toll, weil man da wirklich die Kultur kennenlernt. Aber zurück jetzt zu meiner Erfahrung. Also ich war an einer Highschool. Ich habe auch, es war auch ein bisschen ein anderes Schulsystem. Zum Beispiel, weil wir da gegessen haben und die Schule war viel, viel größer. Und deswegen konnte man auch sehr viel mehr Sachen machen. Also es wurden sehr viele verschiedene Fächer angeboten. Fächer, die wir zum Beispiel in Deutschland nicht haben. Ich habe zum Beispiel Psychologie belegt und das war richtig toll an der amerikanischen Highschool. Und was kann ich noch darüber erzählen? Also ich glaube das Hauptgetrieben oder das Ding, was mir am meisten gefallen hat. Und deswegen mag ich auch reisen und mag ich auch einen Austausch zu machen. Ich hatte auch ein Auslandssemester in Wien. Nicht ganz so anders die Kultur da, aber schon ein bisschen. Ich mag es, weil man sich selbst ausprobieren kann. Man kann sich selbst ausprobieren, weil man nämlich niemanden dort kennt. Ja? Man geht in ein anderes Land, trifft andere Leute, lernt ganz viele Menschen kennen und niemand
sozusagen weiß, wie man ist. Und deswegen ist es viel leichter, einfach mal zu sagen, okay, ich will vielleicht mehr, also mein Fall, ich will mehr Späße machen, ich will offener sein, ich will nicht mehr so schüchtern sein. Und dadurch, dass niemand in Anführungsstrichen wusste, dass ich schüchtern war, konnte ich sozusagen ein anderer Mensch sein und konnte mich so ausprobieren. Ja, ich konnte mich selbst ausprobieren. Ich konnte einfach ganz anders handeln, als ich sonst gehandelt habe, wo vielleicht meine Freunde gesagt hätten, na, das ist ja, bist du ja auf einmal ganz anders. Aber da gab es eben niemanden, der mich kannte, und dann konnte ich frisch einen neuen ersten Eindruck hinterlassen. Und deswegen bin ich an dieser Erfahrung auch enorm gewachsen. Und das Zweite, was für mich sehr wichtig war, was mir sehr viel gegeben hat, ist, dass ich einfach so viel gemacht habe, dass ich wirklich versucht habe, alles mitzunehmen. Alle möglichen Ausflüge, wenn immer jemand gesagt hat, ja, willst du irgendwie auf das Konzert gehen oder willst du vielleicht irgendwie mitkommen zu meinen, wenn mein Gastbruder gesagt hat, hey, willst du mitkommen zu meinen Freunden, wir machen was gemeinsam, habe ich immer ja gesagt, bei allen möglichen, ja, mache ich mit. Und ich habe auch sehr wenig geschlafen dadurch, aber ich habe jede Erfahrung mitgenommen, und das war auch ein sehr tolles Erlebnis, das war ein sehr tolles Gefühl, einfach mal alle Erlebnisse mitzunehmen, ja, einfach so viel zu erleben wie möglich, sehr viel zu unternehmen, und das war total toll, und diese Mentalität möchte ich eigentlich jetzt immer noch haben, dass ich alles mitnehme, alles mache und möglichst wenig Nein sage. Natürlich ist es manchmal auch gut, Nein zu sagen, gerade wenn man bestimmte Dinge hat, die man sich als Ziele gesetzt hat, die man unbedingt erledigen möchte, dann ist es natürlich auch gut, Nein zu sagen. Aber manchmal ist es ein tolles Erlebnis, wie zum Beispiel bei mir in den USA, einfach mal immer Ja zu sagen. Ja, mache ich mit. Man wird merken, wie toll das Leben manchmal sein kann. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, ich denke, sollte man so entscheiden, wie man gerade, in welcher Stimmung man gerade ist, ob man nun Ja sagt oder Nein und auch was man sonst noch machen will. Weil, wie gesagt, manchmal finde ich das auch ganz toll, immer Nein zu sagen. Nee, will ich nicht, weil man eigentlich ja immer zu etwas Nein sagt. Ja? Wenn man irgendwo Ja sagt, dann sagt man automatisch auch Nein zu anderen Dingen. Aber generell, ich sag mal so, ich habe zu vielen Erlebnissen Ja gesagt, die außerhalb des Hauses waren. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich hoffe, das war interessant für dich, weil ich hier sehr viel über meine Erfahrung geredet habe. Aber ich hoffe, das hatte auch eine gewisse Resonanz bei dir. Ich hoffe, das konntest du nachvollziehen. Ich hoffe, du konntest es verbinden auch mit Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast. Wenn du auf Reisen warst oder vielleicht hast du ja auch einen Austausch gemacht. Oder auch wenn du, ich weiß, viele von euch, die leben schon in Deutschland und lernen gerade Deutsch. Und vielleicht hast du ja auch so eine ähnliche Erfahrung jetzt, da du in ein anderes Land gezogen bist. Und ich hoffe, das war unterhaltsam. Und schreibt mir auch ruhig, wie eure Erfahrungen waren. Ja? Wie habt ihr auch Reisen gemacht und wie waren die? Das würde mich sehr interessieren. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!